Sehr geehrte Parteitagsdelegierte, liebe Gäste, meine Stimme ist etwas angekratzt. Ich habe gestern eine Gruppe von 36 Gästen aus der ganzen Bundesrepublik den ganzen Tag über begleitet und ihnen über unsere Stadt berichtet. Und das tue ich immer gern und mit Engagement. Und Sie sehen, was da oder Sie hören, was dabei rausgekommen ist. Aber ich wollte mir auf keinen Fall die Chance, die ich zufälligerweise angeboten bekommen habe, Ihnen ein Grußwort zu sagen, verstreichen lassen. Denn vor 20 Jahren, da war der PDS-Parteitag in Magdeburg im AMO. Wenige von Ihnen, die Sie hier heute sich versammelt haben, werden damals dabei gewesen sein. Ich war dabei, ich hatte noch schwarze Haare. Heute bin ich silbergrau. Aber an Spaß an der Politik, da hat es keinen Abbau gegeben, sondern im Gegenteil, immer wieder aufs Neue. Und da gibt es so viele Möglichkeiten und so viele Notwendigkeiten, unsere Welt immer noch ein bisschen schöner zu machen. Natürlich gestatten Sie, dass ich noch mal einen ganz kurzen Rückblick halte auf das, was da vor 20 Jahren abgelaufen ist. Denn ich hatte auch ein Grußwort als frisch gebackener Oberbürgermeister, der natürlich in der Wendezeit erst in dieses Amt gekommen ist. Und wir standen mitten in einem Transformationsprozess unserer gesamten Gesellschaft. Das sage ich vor allen Dingen auch den Delegierten aus den alten Bundesländern, wie es sie noch nie in der Geschichte gegeben hat. Das ist ohne Beispiel. Und keiner wusste, wie macht man das, die Transformation von einer sozialistischen Gesellschaftsordnung in eine kapitalistische Gesellschaftsordnung. Keiner hatte ein Drehbuch. Und die ganze Last dieses Transformationsprozesses, den hat die Kommune getragen. Denn da leben die Menschen. Und da mussten wir uns auseinandersetzen mit den großen Erwartungen, die geweckt wurden 1990 von einigen politischen Kräften. Und dass wir sagen mussten, nein, es wird lange dauern. Es wird die Mühe der Edelsten bedürfen. Und das hat ja auch schon der Brecht gesagt, es kommt dann an auf die Mühen der Ebene. Und in diesem Lernprozess galt eben der Grundsatz Learning by Doing. Aber ich habe damals auch einen Satz gesagt, an den kann ich mich deswegen noch erinnern, weil darauf dann hinterher Gregor Gysi reagiert hat. Nicht nur auf diesen einen Satz, ich habe sicher noch mehr gesagt, aber an den einen kann ich mich erinnern, habe ich damals gesagt. Wenn was anders werden soll im Land, dann müssen es auch andere Leute tun. Und da kam er dann nachher zu mir, weil es nämlich damals ein Gerummel gegeben hatte über diese meine Aussagen. Da sagte er, bezogen auf die eigenen Leute in Berlinerisch, das müssen sie aushalten. Heute sind wir ein Vierteljahrhundert weiter insgesamt seit der Wende und es ist eine völlig neue Situation. Wir haben alle dazugelernt, aber wir haben ganz andere neue Herausforderungen. Und die Zeit lässt es nicht zu, dass ich sehr viel weiterrede, aber zwei Punkte liegen mir hier am Herzen. Einmal als Marketingdirektor dieser Stadt. Ich bin stolz darauf, dass sie hier einen Erneuerungsprozess nach 1990 vollzogen hat und wir vollziehen konnten. In der über 1200-jährigen Geschichte hat es noch nie ein Vierteljahrhundert gegeben, wo so viel an Erneuerung in dieser Stadt aller Lebensfunktionen sich vollzogen hat. Ich denke, das ist eine Leistung, auf die wir alle stolz sein können. Ich habe eine ganze Menge Stichworte als Beispiele. Ich will nur hier diese Örtlichkeit sagen. Das ist der kleine und große Krakauer Anger, heute unsere Elbauenpark. Hier waren die Nazis als Erste mit ihrer Wehrmacht und dann waren unsere Freunde bis 93, 94. Wie dieses Gelände aussah, devastiert, Grund und Boden musste ausgetauscht werden. Die Kasernen zum großen Teil sanierungsbedürftig vom Grundsatz her. Ohne Beispiel. Heute haben wir einen Park, über 90 Hektar, wunderschön. Und ich frage immer, was kann eigentlich einem Gelände wie diesem besser passieren,
als umgewandelt werden aus der militärischen Nutzung zu einer Kulturlandschaft. Und leider weiß ich, wenn solche Parteitage sind, haben Sie nicht viel Zeit, sich umzusehen in der Stadt. Aber am liebsten würde ich Sie alle in einen Bus setzen und dann unsere Stadt mal vorstellen und sagen, sie ist immer mal eine Reise wert, nicht nur zu Parteitagen. Ja, ich muss kürzen, ich merke es schon. Ich will nur eins sagen, ich freue mich über alle Gäste, die kommen. Denn das gibt Gelegenheit, für die Stadt zu werben. Und wir wissen alle, wer nicht wirbt, der stirbt. Und ein positives Image vermittelt sich nicht durch Hochglanzbroschüren, sondern da müssen die Leute herkommen und selbst Erfahrung treffen. Und das ist ein Produktivitätsfaktor von nicht zu unterschätzender Bedeutung. Da kann in Dresden, das ärgert mich, passieren, was will. Die haben nur gute Nachrichten. Und wenn bei uns irgendwas passiert, dann vergisst das die Presse nie. Und da ärgere ich mich natürlich auch drüber. So, jetzt komme ich zum zweiten Punkt. Ich muss es kürzen. Als lebenslang politischer Mensch habe ich noch Erinnerungen an Krieg und Nachkriegszeit. Und wenn ich geschichtlich das letzte Jahrhundert vorbeiziehen lasse an meinem geistigen Auge von Kriegen, Faschismus und Flüchtlingsproblematik und, dann muss ich für mich Folgendes feststellen. Ich frage mich, wann hat es in der Geschichte ein besseres Deutschland gegeben als das, was wir heute haben? Wann hat es so viel Freiheits- und Bürgerrechte gegeben wie heute? Wann hat es so viel politische Mitwirkungsrechte gegeben wie heute? Wann hat es noch für den größten Teil der Bevölkerung so viel Wohlstand gegeben? Und noch nie haben wir so viele Freunde in der Welt gehabt und mit keinem Land ringsherum haben wir irgendwelche kriegerische Probleme. Das hat es noch nie gegeben. Und das ist ein demokratisches Deutschland und das gilt es zu verteidigen und dafür sich jeden Tag aufs Neue einzusetzen, muss unser Ziel sein. Wir wissen aber auch, wenn eine Gesellschaft nicht reformfähig und reformwillig ist, das lehrt uns die Geschichte der DDR, dann ist sie zum Untergang verurteilt. Deswegen müssen Gestaltungsmehrheiten gefunden werden. Gestaltungsmehrheiten, die notwendigen Reformen anpacken. Und deswegen auch mein Appell an die Linke. Es genügt sich nicht nur, nach Gestaltungsmehrheiten zu streben, die sich auf die Ebene der Länder beziehen, sondern da müssen sie auch nachstreben auf der Ebene des Bundes, damit die sich tatsächlich materialisieren können und die Aufgaben von morgen und übermorgen angegangen werden können. Ich fürchte aber, das wird wohl noch eine Weile dauern. Aber die rechten Kräfte haben sich schon und sind dabei, die einfachen Lösungen zu propagieren. Aber ich sage Ihnen, die gibt es nicht, die einfachen Lösungen. Sofort. Da braucht es die Mühen der Ebene, sagte ich schon, und die rechtsstaatliche Demokratie als Werkstatt für Lösungsfindung. Nur diese Lösungen bringen Gerechtigkeit, ein gewisses Maß an Gerechtigkeit und gewährleisten Solidarität. Zum Schluss ein Satz, der mir immer bedeutsam war, aus der DDR-Nationalhymne von Johannes Erbecher. Und das sollte alle unsere Maxime sein. Lass uns dir zum Guten dienen, Deutschland, einig Vaterland. Ich wünsche Ihnen und Ihren Parteitag einen ergebnisreichen Verlauf und dass Sie natürlich mit allerbesten Erinnerungen an unsere Stadt Magdeburg dahin fahren, wo Sie zu Hause sind und feststellen, Magdeburg ist allemal eine Reise wert. Dankeschön.